Der Mondschwindel. Wurde die Mondlandung mit Hilfe von Hollywood irgendwo in einem Studio nachgestellt? Deuten diese merkwürdigen Schatten auf eine künstliche Beleuchtung hin? Hängen die Astronauten hier an Drähten? Und was ist mit den wehenden Flaggen? Nichtsdestotrotz, meine lieben Freunde, nur auf sicherheitshalber einmal die Autofolie rausholen und mal eine kleine Lage um den Kopf wickeln, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse eure Zirbeldrüse und zwar ziehen wir uns jetzt wieder ein Video rein. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Das Video heißt Der Mondschwindel. Wurde die Mondlandung gefälscht? Von Norman Investigativ. Norman Tinman, Alter, für die, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass wir damals auch öfter mal auf Videos von ihm reagiert haben. Das Video haben wir uns noch nicht reingezogen, ist schon 5 Jahre alt, aber ich finde das Thema Mondlandung einfach auch interessant und deswegen ziehen wir es uns jetzt mal rein. Gerne jetzt schon mal Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben. Ich küsse eure Zirbeldrüse und los! We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Was ich auch gehört habe, das wollte ich hier schon mal kurz erwähnen, dass die Russen eigentlich viel weiter waren, was das ganze Mondlandungsthema anging. Und aber dann trotzdem die Amerikaner zuerst auf dem Mond waren. Nur so als Info. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard, 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 hard. Die Show des Jahrhunderts. Abstimmung in den Chat, meine lieben Freunde. Erste Mondlandung, real oder fake? 1 für real, 2 für fake. Let's go, Digga, jeder mitmachen. Krass, die ganzen Schwurbler hier, die ganzen verschwörungsmystischen... Schwurbler, querdenkenden, homophoben, LGBTQ, den ganzen Schwurbler hier im Chat, langer. Houston, we have a problem. Kurz Kontrast geändert und dann ist man in Area 51, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Norman Investigativ. Servus, mein Jutster. Norman, Alter, lange ist es her. Heute geht es um die Mondlandung, um die große Sache, die die Amerikaner in den 60er und 70er Jahren vollbracht haben wollen, an die aber immer weniger Menschen glauben. Woran liegt das? Was sind deren Argumente und was sagt die NASA dazu? All dieses werden wir in diesem Video durchgehen und noch vieles mehr, denn auch ich bin etwas irritiert, da ich nicht dabei gewesen bin und nur über das urteilen kann. Ach krass, Alter, ich dachte, du warst da gewesen, bruv. Ich küsse dein Herz. Norman, sieht doch so aus, als ob er da gerade steht, oder? Auf dem Mond. Was ich in den Aufzeichnungen finde und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Es war die größte Party ihres Lebens nach der größten Leistung ihres Lebens. Neil Armstrong, Michael Collins und Buzz Aldrin feiern sich, ihresgleichen und sich selbst auf den Straßen von New York. Doch Zweifel werden laut. Waren sie tatsächlich auf dem Mond? So krass, was für ein Spektakel daraus gemacht wird, so weißt du, wie ich meine? Voll heftig. Und es gibt halt so viele Dinge, die für mich dagegen sprechen, dass die auf dem Mond waren, dass sie jetzt erzählen wollen, dass sie die Technologie nicht mehr haben und so. Das alleine, das gibt mir so, also da bin ich so skeptisch, wenn die mir sagen, dass die Technologie nicht mehr haben, auf den Mond zu gehen, aber wir haben uns vorher das KI-Video reingezogen, guck mal, was für einen technologischen Fortschritt wir in den letzten Jahren gemacht haben und du willst mir erzählen, dass die in den 60er, 70er Jahren eine Technologie hatten, die wir heute nicht mehr haben. Bro, allein da bin ich schon raus. Oder haben sie alles davor getäuscht?
Wurde die Mondlandung mit Hilfe von Hollywood irgendwo in einem Studio nachgestellt? Deuten diese merkwürdigen Schatten auf eine künstliche Beleuchtung hin? Hängen die Astronauten hier an Drähten, um geringe Schwerkraft vorzutäuschen? Und was ist mit den wehenden Flaggen? Wie ist sowas im Vakuum möglich? Die gesamte Mondmission sei inszeniert, um das Versprechen Kennedys einzuhalten. Doch reichen die Indizien aus, um einen möglichen Schwindel auffliegen zu lassen? Ich bin gespannt auf Normans Recherche jetzt hier an der Stelle. Seid ihr da, Chat? Scheinbar wehende Flaggen finden wir auf allen Apollo-Missionen. Verschwörungstheoretiker meinen, das seien Windstöße und somit wäre die NASA eindeutig überführt. Das seien keine Windstöße, antwortet die NASA, vielmehr habe man hier eine zusätzliche Halterung angebracht, um die Flaggen auf dem Mond auszurichten. Okay, aber was haben die dazu gesagt, dass die trotzdem weht? Mit dieser Aussage stellt sich die NASA dumm, denn es geht gar nicht um ausgerichtete Flaggen auf den Fotos, sondern um wehende Flaggen in den Videos, die relativ leicht von Verschwörungstheorien befreit werden können, denn bei genauer Betrachtung wehen die Flaggen immer dann, wenn sich jemand an ihnen zu schaffen macht. Ah, okay. Der Bewegung der Flaggen geht also immer ein körperlicher Kontakt voraus, weswegen wir hier mit gutem Gewissen nicht von Windstößen reden können. Nichtsdestotrotz, meine lieben Freunde, nur auf sicherheitshalber einmal die Autofolie rausholen und mal eine kleine Lage um den Kopf wickeln, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Der Mythos ist damit noch nicht zerstört, denn auf Apollo 15 finden wir auch folgende Szene. Sein Astronaut durchs Bild und versetzt die Flagge hinter sich in Schwingung. Ah, okay, krass. Krass. Vergrößern wir den Abschnitt. Wir sehen, wie die Flagge scheinbar vom Luftstrom des vorbeilaufenden Astronauten angesogen wird. Aber wie ist das denn, Digga? Kann sowas gar nicht passieren in einem Vakuum, wa? Dass Wind entsteht. Auch nicht von schnell bewegenden Objekten zum Beispiel. Ist das so? Also es kann gar kein Wind entstehen, sagst du? Das ist eine als Bernoulli-Effekt bekannte aerodynamische Reaktion, die auf dem luftleeren Mond gar nicht möglich ist. Krass. Schauen wir genauer hin. Beim Einlaufen des Astronauten wird die Flagge kurz weggedrückt, dann vom Luftstrom angesogen. Ja. Diese Reaktion ist nur unter Atmosphäre möglich, weswegen die Frage offen bleibt, wo diese Szene genau gedreht wurde. So, liebe Verschwörungstheoretiker. Norman, Digga, ist der geilste, Alter, ich schwör's dir. Und alle, die es mal werden wollen. Liebe Verschwörungstheoretiker und alle, die es mal werden wollen, Digga. I love you, bro. Ich hab den sogar angeschrieben, ne? Ich wollte einen Talk mit ihm machen, ich habe ihn angeschrieben, aber er hat leider nicht geantwortet. Die Szene mit der Flagge, die stellen wir jetzt nach, da hinter mir steht sie und wie ihr unschwer erkennt, befinden wir uns gerade auf dem Mond. Das hier ist mein Mondanzug, ich werde mir noch kurz die Handschuhe anziehen und dann werde ich an der Flagge entlang hoppeln, wie der Astronaut von Apollo 15 und dann schauen wir mal, was passiert. They were gonna do. Er ist doch auf dem Mond, siehst du? Wusste ich doch. Same effect. Wer war da? About 4 feet. Kommt euch an diese Szene irgendwas bekannt vor? Der Bernoulli-Effekt.
Ich kenne das vom Duschen, denn sobald ich das Wasser aufdrehe, bewegt sich der Vorhang nach innen. Wir kennen das auch von den Bahnhöfen, wenn ein Zug vorbeirast. Wenn wir hier nicht aufpassen, werden wir vom Luftstrom mitgerissen. Im luftleeren Raum oder auf dem Mond funktioniert das nicht. Doch warum bewegt sich dann die Flagge? Auf vielen Mondfotos holen wir shit, gib mir die James Bond Vibes, Bro. Flüssige Schatten, die auf Studioaufnahmen hindeuten. So ein militärischer Flaggscheinwerfer soll eingesetzt worden sein, um die Sonne zu simulieren. Mal sind die Schatten unterschiedlich lang, mal weisen sie in verschiedene Richtungen. Davon habe ich auch schon gehört und das gesehen. Ist das schon Beweis genug für eine Fälschung? Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube, ich habe mal irgendein Video gesehen, wo einer das irgendwie erklärt hat. Nein. Hier habe ich einige Schattenwürfe direkt an der Sonne nachgestellt. Wie wir sehen, können die Schatten schon in unterschiedliche Richtungen laufen oder verschiedene Längen aufweisen. Ich find das geil, wie er da rangeht an die Sache, ne? Ich finde das geil, dass er auch debunkt ein paar Sachen und so und dann nochmal eine andere Perspektive zeigt und so. Ist geil, Digga, ich mag Norman. Es kommt dabei ganz auf die Unebenheiten des Untergrundes an. Dieser Test zeigt, ist der Boden nicht absolut plan, laufen die Schatten sonst wohin und ohne eine detaillierte topografische Karte der Landeplätze können wir aus den Schattenverläufen keine Rückschlüsse auf eine Manipulation ziehen. Krass. Leute machen es sich teilweise zu einfach. Ich finde, er macht's gut gerade bis jetzt. Über die Schattenwürfe kommen wir dem Schwindel nicht auf die Spur. Dafür besitzen wir viel zu wenig Informationen über die Struktur des Untergrundes. Versuchen wir einen anderen Ansatz. Mach mal. Versuch mal, Junge. Hier sehen wir einen Astronauten beim Verlassen der Landefähre. Er befindet sich auf der Schattenseite, scheint aber bestens ausgeleuchtet zu sein. Sogar sein Tornister bekommt genug Licht und das von oben. Tornister, ey, den Mann, Alter. Ich sag ehrlich, das sieht voll fake aus. Das sieht nicht echt aus. Oder? Das sieht viel zu Dings so krass ausgeleuchtet aus, Mann. Wie ein Musikvideo sieht das aus, Bro. Noch absurder wirkt diese Szene. Obwohl die Sonne die Kamera blendet, bleibt die Mondfähre in allen Details sichtbar. Wie ist das möglich? Ja, ist halt voll krass ausgeleuchtet, ne? Kann man das irgendwie mit Linsen argumentieren irgendwie? Gibt's Linsen, die das schaffen? Keine Ahnung. Es sieht halt komisch aus. Ich finde, das Bild sieht nicht echt. Also. Um zu verstehen, dass sie offensichtlich manipuliert wurde, schauen wir uns ein. Nee, sorry. Das Bild sieht nicht echt aus, sondern es sieht einfach so zu perfekt aus, weißt du? So richtig geil ausgeleuchtet, Sonne kommt von da, trotzdem ist alles schön hell und so. Die Fotos von mir an. Hier posiere ich auf dem zugefrorenen See in Schwerin. Die gleiche Position von der anderen Seite. Die Sonne steht mir nun im Rücken und ich nur noch ein Schatten meiner selbst. Auch der Hintergrund ist nur noch als Silhouette zu erkennen. Hier nochmal das Mondfoto und hier ich. Es ist dabei sexy Pose auf jeden Fall, Bro. Völlig egal, ob ich meinen Fuß an die Sonne halte, ein paar Blumen, mich oder meine Freundin. Das Resultat bleibt immer gleich. Fotografieren gegen die Sonne produziert Silhouetten und Schattenbilder. Sowas hier nicht. Zurück zum aussteigenden Astronauten. An seinen Schuhen erkennen wir eine Reflexion, die mit dem gestreuten Licht der Umgebung alleine nicht zu erklären ist. Diese Reflexion gleicht der an den Steuerdüsen, wo sich die Sonne widerspiegelt. Aber was spiegelt sich im Schatten an den Schuhen des Astronauten wider? Ey, ich bin offen für Argumente, ne, Freunde? Ich sage hier nicht, dass ich dem Video hundertprozentig vertraue. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Mond waren, weil ich nicht dabei gewesen war. Aber
Ich ziehe mir sowas gerne rein und ich bin aber auch offen für Argumente dagegen jetzt, zum Beispiel was diese Reflexionen angeht. Erklärt mich auf, Digga, wenn es Leute im Chat gibt, die sagen, ey, das und deswegen, dann schreibt das bitte rein. Wir stellen die Szene nach. Hier haben wir eine Steuerdüse und einen Schuh. Im indirekten Licht zeigen beide keine Auffälligkeiten. Beleuchten wir die Szene, tauchen plötzlich charakteristische Lichtstreifen auf. Hier nochmal das Ganze ohne Licht und hier mit Licht. Diese Reflexion hier gleicht der an der Steuerdüse. Und diesen Lichtstreifen am Schuh finden wir auch bei dem Astronauten wieder. Da diese Reflexionen immer nur dann auftauchen, wenn die Objekte direkt beleuchtet werden, stellt sich die Frage, wer oder was den Astronauten im Schatten der Landefähre beleuchtet hat. Zusätzliche Lichtquellen hatten die Astronauten auf dem Mond nicht. Das hat die NASA bereits bestätigt. Trotzdem finden sich auf einigen Aufnahmen Reflexionen, die auf den Einsatz von Studiolicht hindeuten. Ist das schon ein Grund zum Jubeln? Digga. Tony sagt, Roos reagiert auf dein Video mit Belash. Welches? Komm ins Café? Ich will einen weiteren Talk mit Belash, bruv. Bruder, du wolltest dich melden. Wir wollten schon lange einen Talk machen, Digga. Belash, bester Mann. Grüße gehen raus, Digga. Rausch. Grüße gehen raus. Ich sehe kein Drahtseil. Ja, hier kann ich jetzt keine richtigen Aussagen treffen. Keine Ahnung. Leon, hörst du noch Deutschrap? Nope. In den Mondvideos finden wir viele solcher Szenen, die vermuten lassen, dass Hilfsmittel wie Drähte eingesetzt worden sind, um die geringe Mondschwerkraft vorzutäuschen. Richtig beweisen können wir das nicht, weil die Originalaufnahmen zu matschig sind und die Neufassungen digitalisiert wurden und Zeichen von Bearbeitung und Retusche zeigen. Um die NASA dennoch bei ihrem... Haben die nicht die Aufnahmen verloren auch? Haben die nicht aus Versehen gelöscht, Digga? Habe ich mal irgendwo gehört, dass NASA selber ein Statement rausgegeben hat und gesagt hat, wir haben, also die haben auf jeden Fall Footage nicht mehr am Start. Nicht komplett, aber teilweise, glaube ich. Schwindel zu überführen, müssen wir nach Fehlern in deren Matrix suchen. Ein Gravitationsexperiment auf Apollo 15. Scheinbar auf dem Mond lässt ein Astronaut Hammer und Feder auf den Boden fallen. Beide schlagen gleichzeitig auf. Okay. Beweist genug, dass diese Szene echt ist? Nein, Hammer und Feder können auch auf der Erde gleichzeitig zu Boden fallen und mit etwas Zeitlupe können wir es dann so aussehen lassen wie auf dem Mond. Sollte die Mondlandung tatsächlich gefälscht worden sein, dann werden wir die NASA mit solchen gestellten Szenen nicht überführen können. Was wir bräuchten, wären unkontrollierte Stürze, die von den Tricktechnikern übersehen wurden und diese versuchen wir jetzt zu finden. Hier haben wir so eine Szene. Ein gestürzter Astronaut versucht aufzustehen und alles wirkt so langsam und träge wie auf dem Mond. Dabei fällt ihm irgendwas runter und wenn wir diese Szene genauer betrachten, so fällt uns auf,
dass dieses Objekt so zu Boden fällt, als wäre es auf der Erde. Echt? Sieht trotzdem ein bisschen komisch aus, wie das auf dem Boden fällt, oder? Stellen wir die Fallzähnen gegenüber, wird unser Verdacht bestätigt. Trotz gleicher Fallhöhe und beide Zähnen geht schneller. Angeblich vom Mond fällt das Objekt rechts schneller zu Boden als links. Ja, er hatte recht. Das bedeutet, mindestens einer dieser Aufnahmen ist von der NASA manipuliert. Hier haben wir eine ähnliche Szene und wieder fällt einem Astronauten Wasser runter. Aber dieses Video... Ja, Digga, das fällt ganz normal runter. Ich schwör's dir. In dem vorherigen Video bewegen sich die Astronauten wie ein Drahtseil. Hier scheint eher Zeitlupe eingesetzt worden zu sein. Stellen wir die Szenen gegenüber, fällt das Objekt rechts wieder langsamer zu Boden, ganz so, als wären die Astronauten tatsächlich auf dem Mond. Schauen wir uns das Ganze jedoch in Einzelbildern an, so wird der Schwindel deutlich. Beim Video rechts wurden ganz frech Standbilder eingefügt, um die Illusion auf dem Mond zu erzeugen. Krass, da ist die Frames durchgegangen, sagst du? Nehmen wir die Standbilder raus, verdoppelt sich die Geschwindigkeit. Ey, diese Kelps, Alter, stell dir... Bro, Alter, was für ein Auf... Und schon wird die Szene wieder natürlicher. Und wie wir sehen, fallen die Objekte jetzt im direkten Vergleich wieder gleichzeitig zu Boden. Damit haben wir bereits zwei von der NASA manipulierte Videos und einen Verdacht. Diese Szenen können nicht vom Mond stammen. Die Mondvideos zeigen eindeutige Spuren von Manipulation, was den Verdacht auf Studioaufnahmen erhärtet. Spätere Apollo-Missionen scheinen sogar an Freilichtbühnen gedreht worden zu sein. Ist da was dran? Apollo 17. Hier haben wir das Landemodul in einem guten Abstand zu dem als Sousmassiv benannten Hügel im Hintergrund. Auch das ist Apollo 17, allerdings wirkt der Hügel jetzt gigantisch und das Landemodul viel näher dran. Sind das die gleichen Positionen oder wurde der Lander für Fotoaufnahmen umgesetzt? Vergleichen wir weitere Fotos. Hier haben wir eine Panoramaaufnahme aus rund 4 Kilometer Entfernung zur Landefähre. Konzentrieren wir uns kurz auf das Mondauto neben diesem Krater. Interessanterweise existiert auch ein Foto von der Landefähre neben so einem Krater. Überlagern wir die Fotos, wird es deutlich. Der Lander steht jetzt quasi genau an der Stelle, wo vorher das Mondauto stand. Überlagern wir ein weiteres Foto, ergibt sich eine neue Position. Diesmal scheinbar ohne Krater, dafür aber mit Mondauto. Jetzt haben wir bereits zwei Länder an zwei falschen Positionen und das weit weg von diesem Hügel, obwohl nach NASA-Angaben die Landefähre genau dort stehen müsste, in weiter Entfernung und viel näher diesem Hügel. Krass, Digga, das ist wild, Bro, das ist miese Recherche gerade. Eins, zwei. Guck mal, also auch wie geil die Bilder überlagert sind, so, ne? Da sieht man wirklich, okay, das ist derselbe Berg im Hintergrund, so. Oder drei. Was? Hat er das selber gemacht oder hat er ein Video gefunden, die das für ihn gemacht haben? Es sieht tatsächlich so aus, als wurden diese Aufnahmen vor einer Kulisse gedreht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, dass diese Aufnahmen nicht nur vor einer Kulisse gedreht wurden, sondern auch bei Tageslicht und Sonnenschein. Und wie sie dabei den Tag zu einer Nacht gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. Ich finde den Norman echt sympathisch, Digga, sag ich dir ehrlich. Diese Aufnahmen könnten auf der Erde gedreht worden sein, irgendwo in der Wüste und bei Sonnenschein. Doch warum ist der Himmel bei Tageslicht dunkel? Diese Frage kann ich mit einem weiteren Foto von mir beantworten. Erzähl mal jetzt. Der blaue Himmel ist nur auf Farbfotos blau. Machen wir daraus ein Schwarz-Weiß-Foto, dann wird er schwarz. Krass. Heute geht das Ganze auch ohne Schwarz-Weiß. Denn neben dem Greenscreen-Effekt kann man auch den Bluescreen-Effekt bei Videos einsetzen und damit das Blaue vom Himmel einfach ausblenden.
Hier habe ich eine an eine Mondlandschaft erinnernde Struktur an einer Landstraße in der Türkei abfotografiert. Und wenn ich hier das Blaue ausblende, sieht es fast so aus wie auf dem Mond und das ganz ohne Studio und bei Tageslicht. Hier ein anderes Beispiel. True. Wir filtern das Blaue vom Himmel, ändern leicht den Farbton des Hügels, setzen eine Flagge und einen Astronauten drauf und schon sind die Amerikaner auf dem Mond. Solche Mondlandschaften wie in der Türkei. Das sah richtig echt aus, Digga, guck mal. Auf dem Mond. Bro, das könnte echt sein, oder? Solche Mondlandschaften wie in der Türkei finden wir auch in den USA. Und ganz besonders in Area 51. Wollte ich als Amerikaner die Mondlandung fälschen, würde ich es höchstwahrscheinlich hier tun. Wie wir eben gesehen haben, reichen einfache Foto- und Videoeffekte aus, um einen blauen Himmel schwarz zu färben oder den Tag in eine Nacht zu verwandeln. Und genügend Mondlandschaften und Krater, das finden wir auch auf der Erde, zum Beispiel rund um Area 51, der Region, in der 51, nach Verschwörungstheoretikern die Mondlandung gefälscht worden sein soll. Sind wir so leicht getäuscht worden? Hier eine Aufnahme der letzten Apollo-Mission. Wir sehen eine weite Mondlandschaft mit breiten und tiefen Tälern. Im Vergleich dazu wirken die Aufnahmen der ersten Mondmission merkwürdig. Area 51, na Mann. Ich finde das so lustig. Ja. Warum ist das so? Schauen wir uns dazu das Bewegungsprofil der Astronauten rund um die Landestelle von Apollo 11 an. Hier links steht die Mondfähre und das hier ist ihr Schatten. Bei diesen gelben Strukturen handelt es sich um die Trampelpfade der Astronauten, die sich nie weiter als 60 Meter von der Landefähre entfernt haben. Wie wir sehen, spielte sich die gesamte Mondlandung auf einer Fläche ab, die kaum größer war als eine Sporthalle. Zurück zu diesem Foto. Wenn diese Mondfähre hier steht und diese gesamte Kulisse eine Halle ist, dann macht dieses Foto wieder einen Sinn. Denn da, wo Schatten und Landschaft auf diesem Foto aufhören, da endet auch die Halle. Oder sollten wir besser von einem Hangar sprechen? Schauen wir nochmal auf unsere Karte. Aufnahmen von hier ergeben also Fotos mit weniger Tiefe und nahe der Rückwand. Dann sollten Aufnahmen von dieser entfernten Position viel mehr Tiefe und fern der Rückwand werden. Und das tun sie. Von dieser Position aus, Digga, wurde auch der Krater fotografiert. Ah, stell dir vor, du gehst zum Sportunterricht, auf einmal die NASA da am Drehen. Stanley Kubrick, Digga, direkt so hinter der Kamera. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Basketball spielen. Aber nur im rechten Winkel. Denn hätte die Kamera weiter nach. Ich kann mir das alles vorstellen, Digga, ne? Ich weiß es natürlich nicht, wir können es nicht beweisen richtig, aber ich kann mir das wirklich vorstellen, dass sie das ganze Ding gefaked haben. Es ist zwar ein Riesenaufwand, aber es ist möglich. Also ich sag, dass es möglich ist, eine Mondlandung zu fälschen, gerade für den Großteil der Gesellschaft so. Die gucken das im Fernsehen und fangen gar nicht erst an zu hinterfragen. Warum auch? Ist offiziell im Fernsehen, Kennedy hat darüber geredet, so. Klar. Voll. Vielleicht waren wir aber auch wirklich auf dem Mond und wir sind nur irgendwelche verrückten Verschwörungsmystiker, die das glauben so, aber ich glaube es ja nicht richtig, sondern ich kann es mir nur vorstellen. Festgeschwenkt, dann wäre diesmal die Frontwand aufgefallen. An dieser Kulisse wird doch verständlich, warum sie die TV-Kamera genau hier positioniert haben. Stille SMS sagt gerade ganz zufällig, sind die Originalaufnahmen verloren gegangen. Ja, Digga, zufällig, Bro. Festplatte überschrieben, was soll ich dir sagen, Digga? Da war ein Virus drauf. Und die Technologie, wie wir auf den Mond gekommen sind, die haben wir auch verloren. Und auch bei dem ganzen technologischen Fortschritt, den wir allein im letzten Jahrzehnt gemacht haben, konnten wir diese Technologie nicht mehr wiedergewinnen.
Ja, nee, ist klar, Bro. Im ganzen Raum einer Halle ist es nur logisch, die TV-Kamera in eine der Ecken zu platzieren, um größtmöglichen Raum einzufangen. Astronautentraining und Simulationen in einer Halle. Wahrscheinlich billiger als hinzufliegen. Ja, ey, guck mal, vor allen Dingen, ich habe ja auch gehört, wie heißt diese Schicht um die Erde herum? Wo selbst NASA-Mitarbeiter sagen, das ist da eine radioaktive Schicht um die Erde herum. Wie heißt die nochmal? Wo man nicht einfach so durchfliegen kann. Mann, wie heißt die nochmal? Der Gürtel, irgendein Gürtel. Bla 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 Gürtel. Nicht Atmosphäre, nein. Das ist so ein Gürtel, bruv. Irgendeiner im Chat weiß es. Komm, Schwurbler, packt mal aus jetzt hier. Wo sind meine Schwurbler im Chat? Wie heißt dieser Gürtel mit dieser radioaktiven Strahlung? Van Belt. War das Van Belt? Ja, ich glaube schon. Die uns als Mondlandung verkauft wurden. Das ist der Vorwurf, den ich den Amerikanern mache. Und dafür finden sich viele Indizien. Und zu diesen zählt auch das Fehlen jeglicher Landekraft. Van Allen. Was war denn das jetzt? Van Allen oder Van... Ja, Van Allen, glaube ich, Digga. Van Allen Gürtel. Da ist er. Mensch, Alter, ich habe gedacht, ich habe hier ein paar intelligente Schwurbler im Chat, die mir hier direkt eine Antwort geben, Langer. Wo seid ihr? Seid ihr eingeschlafen oder was? Der Van Allen Strahlengürtel, benannt nach James Van Allen, ist der Strahlengürtel der Erde. Er ist ein Ring, Torus. Energiereicher, geladener Elementarteilchen im Weltraum, die im Erdmagnetfeld eingeschlossen sind. Die Magnetosphäre wirkt als Schutzschild für die Erde. Sie verhindert, dass ein Großteil der lebensfeindlichen Teilchenstrahlung der Sonne das Leben auf der Erde erreicht. Jedoch ist der Durchflug durch den Gürtel dementsprechend gefährlich für Menschen und Technik. Durchflug graut, man, Alter. Bischu. Was, das ist eine offizielle Aufnahme oder ist das aus dem Film hier? Raketen wirbeln viel Staub auf dem Mond anscheinend nicht. Oh, Digga, kommt jetzt diese Abflugszene oder was, Digga, von der Keanu schon immer wieder erzählt? Come on, Digga, ich will's sehen. Hoffentlich kommt das Video jetzt. Mach mal an, drück mal Play, Bro. Fluggeräte wiegen Tonnen. Um dieses Gewicht gegen die Anziehung in der Luft zu halten, muss man mindestens die gleiche Kraft an Tonnen von unten gegendrücken. Okay, aber auf dem Mond ist doch gar kein Widerstand, oder? Angeblich. Und dafür leichtflüchtigen Raketentreibstoff muss dieser mit einer enormen Kraft nach unten abgestoßen werden, um überhaupt genügend Druck und Schub nach oben aufzubauen. Dass dieser enorme... Aber rein theoretisch ist ja auf dem Mond keine Schwerkraft, oder? Und dann könnte man doch eigentlich auch mit einem Feuerzeug wahrscheinlich eine Rakete abheben lassen. Mäßig. Jetzt mal übertrieben gesagt. Raketenschub auf dem staubigen Mondboden keine Landekrater hinterlassen haben soll, das ist physikalisch unerklärlich. Oder sage ich was Falsches, Chat? Verbessert mich. Und erklärlich ist auch, wie die Astronauten zuvor unbeschadet den Van Allen-Gürtel passieren konnten. Die wichtigste... Nicht keine wenige. Ah, Van Allen-Gürtel, eben da waren wir doch, Digga. Ein Fünftel, ein Sechstel, okay. Werner von Braun Interview zum Van Allen-Gürtel. Wichtigste Forschungsbeitrag mit den Explorer-Satelliten ist jedoch wahrscheinlich die Entdeckung dieses Strahlungsgürtels, den
unser Kollege Dr. James Van Allen vom Iowa State University mit seinen Geiger-Countern und Scintillation-Counters entdeckt hat. Das war eine ziemlich unvorgesehene Sache. Jim Van Allen war an sich hinterher, Messungen durchzuführen über die Dichte der kosmischen Strahlung und auf der Suche nach genauen Zahlen über kosmische Strahlungsdichte entdeckte er also plötzlich etwas, was er gar nicht erwartet hatte. Wird nun dieser Strahlenring den bemannten Raumflug unmöglich machen oder ihn doch wesentlich erschweren? Er wird ohne Zweifel die Sache etwas erschweren, aber es ist auch hier so wie mit allen Sachen, man muss sie erstmal richtig verstehen und dann gibt es auch Wege um die Schwierigkeit herum. Ich habe Aufnahmen gesehen von offiziellen NASA-Mitarbeitern, die gesagt haben, dass das nicht möglich ist, da durchzufliegen. Glaube ich. Schwierigkeiten herum sind die Amerikaner dann auch geflogen, zumindest geben sie das so an. Aber auch eine Rekonstruktion der Flugbahn zeigt, dass die Erde über einen polaren Orbit verlassen wurde, um die Strahlendosis gering zu halten. Doch eine Sache haben die Amerikaner bei ihrer Inszenierung übersehen. Die Apollo-Missionen fanden bei hoher Sonnenaktivität statt. Sobald die Astronauten den schützenden Van Allen-Gürtel verlassen hätten, wären sie der harten Partikelstrahlung der Sonne ausgesetzt gewesen, von der sie spätestens auf dem Mond beim Verlassen der schützenden Landefähre durchsiebt und gegrillt worden wären. Aber weder Astronauten noch Filmmaterial zeigen irgendwelche Strahlenschäden. Der Van Allen-Gürtel schützt. Allein das NASA-Logo sieht ein bisschen komisch aus, finde ich, ne? Uns und die Erde vor harter Partikelstrahlung. Durchqueren wir diesen, werden wir bestrahlt. Auf der anderen Seite werden wir ebenfalls bestrahlt und beim Rumhoppeln auf dem Mond erst recht. Stimmt, weil dann sind wir ja raus aus dem Van Allen-Gürtel. Macht Sinn. Ja, und den Astronauten scheint das alles nichts auszumachen und auch deren Foto- und Filmmaterial zeigen keinerlei. Ja, mit der roten Zunge einer Schlange, ja, Digga, komisch, ne? Komische Vibes auf jeden Fall. Schädigung. Wobei das Filmmaterial ohnehin schon mieser Qualität war. Da haben wir schon bessere Shows im Fernsehen gesehen. Da haben wir schon bessere Shows im Fernsehen gesehen. Visual. Erste TV-Live-Übertragung. 30 Jahre später auf dem Mond. Einfach Hitler, der Maniac. Wahrscheinlich wird die NASA sagen, dass sie auf dem Mond nur eine spezielle Art von Kameras verwenden konnte, weil die Strahlung so hoch war. Ich frage mich, ob da überhaupt Kameras funktionieren würden, wenn ich ehrlich bin. Weil die Strahlung muss ja extrem sein. Man ist doch näher an der Sonne dran, oder? Ich frage mich auch, warum die nicht schmelzen und so, aber ist ja auch alles egal, mehr oder weniger. Aber ich denke mal, die NASA wird sagen, dass wir eine spezielle Kamera dahin schicken mussten, weil die andere sonst kaputt gegangen wäre. Irgendwie, vielleicht, kann ich mir vorstellen. Berlin links, Digga. Da war ich schon mal. Da rechts ist die Tafel, wo die Leute gewonnen haben. Da steht einfach mein Name. Lovelock hat 1936 100-Meter-Lauf oder so gewonnen. Die Kelps, Digga. Alle haben Hitlergruß machen. Scheiße. So ein bedeutendes Ereignis und so miese Bilder.
Wer mir nicht glaubt, fahrt dahin. Olympiastadion in Berlin. Geht an die Tafel, wo die Sieger draufstehen, guckt 1936 100 Meter Lauf. Lovelock wird da stehen. Genauso wie auch in Hamburg, München gibt es eine Straße, die heißt Lovelock Weg. Ja, wir haben Deutschland schon einen guten Einfluss dagelassen, wenn man das so sagen darf an der Stelle. Entweder waren die Amerikaner bereits 1920 auf dem Mond oder sie haben die Videoqualität bewusst reduziert, um von etwas im Hintergrund oder an der Landestelle abzulenken. Nur von was? Über Google Earth können wir die Landestelle von Google Earth. Apollo 11. Ich liebe das, Digga. Deutscher Akzent beim Englisch reden. Aufrufen und dabei fällt einem noch nichts Merkwürdiges auf. Auch die neueste 3D-Animation der NASA zeigt keine Auffälligkeiten rund um die Landestelle. Jetzt hör auf zu schwurbeln. Andrew, Google. Google Lovelock Weg München. Aber überlagern wir die aktuellen Fotos vom Mond mit den Aufnahmen von 1969, dann tauchen plötzlich diese Strukturen hier auf. Okay, jetzt ist er mies am Recherchieren hier mit Google Earth, sagst du? Laut NASA seien das Bildstörungen und Artefakte, die rein zufällig beim Entwickeln der Fotos entstanden sein sollen und diese hätten keinen Bezug zur Realität. Es sei auch reiner Zufall, dass diese Struktur kreisrund ist und zufällig und ohne Bezug sei auch die Sonde Surveyor 5 zwei Jahre vor der ersten Mondlandung genau hier am Rande dieser Struktur gelandet. Betrachten wir diese Anomalie im Detail. Zunächst wirkt diese Struktur tatsächlich wie eine Störung, aber warum gleichen diese inneren Schatten hier denen der umliegenden Krater? Was will er jetzt gerade hinaus? Das verstehe ich gerade nicht. Wurde hier etwa nach Bodenschätzen gegraben? Auch die Schatten in den Furchen entsprechen denen der natürlichen Umgebung, als wurde hier Tagebau betrieben. Wer oder was könnte hier auf dem Mond Bergbau betrieben haben? Und wann? Ah, okay. Geheimnisvolle Struktur. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass wir nicht mehr auf den Mond gehen, weil die da irgendwas entdeckt haben, was ihnen Angst gemacht hat. So. Irgendwas entdeckt haben auf der dunklen Seite vom Mond. Stell dir vor, die haben Aliens da gefunden. Einen getötet, mitgebracht auf die Area 51, seziert. Oder erstmal mit dem gequatscht, bisschen UFO-Technologie genommen, gerippt. Selbst UFOs gebaut, dann den irgendwie getötet, seziert. Oder alles ist möglich. Und auf dem Mond, die von den Amerikanern und anderen Nationen heimlich. Oha, Bruder, es gibt sogar eine Stadt in Nevada, die Lovelock heißt. Erforscht werden. Werden wir deswegen. Es gibt doch Lovelock-Höhlen, Digga. Da gibt es auch Theorien drüber, über Riesen, die da gelebt haben, in der Lovelock-Höhle. Auch in Nevada, glaube ich. Also in den Staaten irgendwo auf jeden Fall. Mit Studioaufnahmen gefüttert, um von der wahren Mondmission abzulenken? Diese Frage werden wir in diesem Video nicht mehr beantworten, denn in dieser Folge ging es um die offizielle Mondlandung und die steckt schon genug voller Widersprüche und Anomalien. Und das war's auch schon wieder von mir. Die Kommentarfunktion steht euch offen. Abonniert mich. Wir sehen uns. Ich küsse deine Zirbeldrüse, mein Jutster. Spannendes Video auf jeden Fall. Liebe geht raus an Norman Investigativ. Eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, YouTube. Danke für den ganzen Support und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Gang.